So, ihr Lieben, heute haben wir ein bisschen mehr. Letztes Mal haben wir ja schön gedehnt. Heute werden wir mal ein bisschen was für die Beine, alles ein bisschen, dass die Muskeln nochmal wieder aktiviert werden. Nicht nur gedehnt, sondern auch ein bisschen gekräftigt. Legen wir los. Habt ihr alle eine Matte? Mehr brauchen wir nicht. Ein Handtuch. Und dann fangt schon mal an mit Marschieren. Genau. So ist gut. Einfach ganz locker und ihr zieht immer so ein bisschen euren Bauchnabel nach innen, gell? Und streckt euer Brustbein raus. Und das Kinn, das zieht auch so ein bisschen ran. Also keiner läuft mir hier so, sondern das Kinn so ein bisschen ranziehen. Brustbein raus, Schulter nach unten, selbstbewusst. Seid froh, dass ihr mit mir turnen dürft. Ich bin's nämlich auch. Und dann legen wir los. Seid froh, dass mit der Birgit turnen gehabt, weil wir ins Gehformat müssen zahlen. Nein, die können ja mal was holen. So, Musik ist auch da. Auf geht's. Ja, so ist gut. Goodbye, love you sometimes too. So I like it.
Zweimal, nochmal zweimal. Jetzt ein Einzelner. Hopp. Zweimal. Nochmal zweimal. Ein Einzelner. Hopp. Zweimal. Zweimal. Ein Einzelner. Hopp. Und was hier Thank you.
auf der Fußsohle, Innenseite, Außenseite. Auch in die andere Richtung. Haltet die Hände, streckt euch und tief. Schiebt den Po dabei nach hinten. Weiter Rücken rot,
Rückwärts kreisen. Weit. Die Beine so ein bisschen weiter auseinander. Die Füße schauen nach außen. Und die Knie auf. Schaut mal. Wenn ihr ein Lot fällen würdet, müsstet ihr die zweite Zehe treffen. Wenn es nicht klappt, ein bisschen enger machen. Ja? Die Knie müssen weit nach außen. Die Knie müssen weit nach außen. Oberkörper bleibt relativ gerade. Schieb deine Füße so weit es geht nach hinten und hinten. Beim nächsten Mal bleiben wir unten und kommen aus mit Fußballen. Brustbein ist rausgestellt, Bauch nach innen. Und die Hände zicke-zacke-zicke-zacke. Hey. Zicke-zacke-zicke-zacke. Hey. Zicke-zacke-zicke-zacke. Zicke-zacke-zicke-zacke. Oh, lauf Stützen. Absenken. Schau, deine Knie sind. Genau. Und geh tief. Schieb deine Knie nach außen. Brustbein. Den Po weiter. Super. Atme ganz normal weiter. Beim nächsten Mal bleiben wir unten. Und kommen auf den Fußballen. Super macht ihr das. Und jetzt bringen die Arme Hände über Kreuz. Einmal ist der linke oben, einmal der rechte. Und ein bisschen schneller. Weiter atmen. Ihr macht es super. Noch 4. 3. 2 schneller. Und geschafft. Knie ab. Fersen ab. Hochrollen. Sehr gut. Ellbogen nach hinten. Jede Seite wieder zweimal in Zeitlupe. Und jetzt kommt dann der Einzelne. Jetzt. Wieder 2. Bauchnabel nach innen. 2. Und jetzt der Einzelne. Und 2. Und einer. Ja, und lass ihn pennen. Lass ihn pennen. Locker. Du musst hier ein bisschen hochziehen. Das kannst du. Wechsel. Lass ihn pennen. Sehr gut. Stell das rechte Bein auf. Fußspitze, Bauchnabel nach innen und hoch. Fußspitze, Bauchnabel nach innen und hoch. Fußspitze, nach hinten. Und hoch. Fußspitze. Nach hinten. Und hoch. Ein letztes Mal. Spitze. Nach innen. Und hoch. Halten. Einfangen. Mach sie lang. Bleib groß. Sehr gut. Lächel mich ein bisschen an. Was lockert? Ihr steht auf dem linken Bein. Fußspitze, Bauchnabel nach innen, Spitze nach hinten.
und hoch. Ja. Spitze, Fußspitze, nach hinten und hoch. Spitze, Spitze, nach innen und hoch. Dann tun wir das Gleiche. Bauchnabel nach innen. Schön weit zur Seite, nach hinten und hoch. Spitze, Spitze, nach hinten und hoch. Noch zweimal. Und letztes Mal. Vor, Seiten, Rücken, hoch. Und was ist jetzt mit dem Einfangen? Klappt's. Brustbein raus, streck dein Brustbein raus. Mach dich groß, streck dich aus dem Standbein raus. Zieh die Schulter nach unten und löse auf. Auslockern. Vorne, zur Seite, nach hinten. Prima, Füße parallel, langsam tief. Schaut mal, wie tief wir kommen, dann wieder langsam. Und nochmal tief, so dass sich gut anfühlt. Den Bauch wieder weit nach hinten schieben. Und ihr wisst ja, euer Fußgewölbe soll immer aktiv sein, also hier nicht nach innen kippen lassen. Bemüht euch. Beine bleiben parallel. Knie nicht zusammenzwicken. Noch zweimal. Ein letztes Mal. Nehmen wir die Hände, schließt die Beine fest zusammen. Fersen zusammendrücken, komm auf den Fußbeine. Geh tief mit den Fersen, Brustbein raus, fest zusammendrücken. Die Schultern sind lang. Komm hoch, drück die Fersen zusammen. Wieder tief. Das gibt eine schöne Grundspannung. Wenn euer Fundament in Ordnung ist, kann die Villa drüber strahlen. Und wieder tief. Fest zusammendrücken. Schultern sind um. Und hoch. Fersen bleiben zusammen. Prima. Noch zwei. Fest zusammendrücken. Ja. Und hoch. Gut für die Brustmuskeln gegen Osteoporose im Handgelenk. Ah, super Übung. Und natürlich unser Fundament wird bearbeitet. Was hat er? Ihr dürft zurück. Bewegt eure Beine. Geht mal einen Ausfallschritt. Stellt das rechte Bein nach vorne und ihr stellt es so weit nach vorne, dass hier das Kniegelenk direkt über dem Sprunggelenk ist. Ja? Nicht nach vorne schieben, sondern hinten durch, sodass das Kniegelenk über dem Sprunggelenk bleibt. Ihr könnt es auch nur ganz wenig machen, ganz klein. Schaut bitte, dass der vordere Fuß gerade steht. Der hintere ist auf der Fußballe. Und dann probiert ihr mal so, wie es euch dabei geht. Ihr könnt gerne ganz tief gehen, aber nur sanft knapp über Boden anhalten. Und dann immer die Arme mit. Schön gleichmäßig atmen. Noch vier Stück. Vier. Drei. Zwei. Letztes Mal. Und beim Umgehen Schritt nach vorne. Gut, oder? Bisschen locker. Hier hochziehen.
auch ein bisschen öffnen. Und dann drehen wir uns auf die andere Seite. Legt auf, das ist jetzt vorne. Schöner Ausfallschritt, so wie es für euch passt. Lasst wieder ein bisschen probieren. Fußgewölbe ist aktiv. Und das Knie ist direkt über dem Sprunggelenk. Ihr müsst hinten beugen, sonst funktioniert das nicht. Hinten beugen. Dann gehen wir tief und tief und bleibt in einer Achse. Wenn es nicht geht, die Bewegung bitte ein bisschen kleiner. Super, die letzten vier. Beine sind hüftbreit geöffnet. Auch in die andere Richtung. Und dann darf der Winkel ruhig ein bisschen größer werden hier. So ein bisschen. Aber die Hände sollen schon noch unter der Schulter sein. Und dann beugt ihr so ein bisschen die Ellbogen. Und die Ellbogen, die sind nah am Körper. Probiert es. Ganz nah am Körper. Jeder geht so tief wie er kann. Wir machen nur 8 Mal. 3 haben wir schon. Sehr gut. Mehr schaffe ich nämlich nicht. 4. Bauchnabel nach innen. 5. 6. 7. Ausatmen. Und ein letztes Mal. Sehr schön. Kommen zurück. Bewegen die Handgelenke, das linke Bein geht nach vorne. Und dann drehen wir uns um. Halte. Das Bein bleibt stehen. Einfach weit. In der Brustwirbelsäule. Super für eure Wirbelkörper. Jetzt werden sie wieder gleichmäßig belastet. Ist wichtig für die Ernährung. Ihr nehmt eure rechte Hand an die Außenseite und schiebt euch rüber. Da bleibt ihr jetzt und drückt den Knie dagegen. Also die Bewegung verändert sich nicht, der Bewegungsaufschlag, aber ihr drückt dagegen. Ab jetzt bitte weiter und drückt fest dagegen. Streckt euer Brustbein raus, die Schulter bleibt unten. Langsam wieder lösen zur Mitte. Jetzt mit der linken Hand an die Außenseite. Erstmal nur so rüberdrehen und jetzt hier dagegen drücken. Und aufdrehen. Brustbein hoch und fest. Wer steht da? Arm dabei. Weiteratmen. Lächeln dabei. Ist nicht so einfach. Wenn ihr euch anstrengt, die Schulter bleibt unten. Noch 4, 3, 2 und locker. Hui. Und dann stützt ihr beide Hände auf
Fuß noch ein bisschen weiter vor. Und dann habt ihr schon eine schöne Dehnung für den Hüftbeugen. Wenn wir schon da sind, dann nehmen wir die gleich mit. Die gut beweglichen, die können natürlich jetzt auch mit den Ellbogen runter. Nur, dass sich hier keiner unter vorne sieht, ja? Langsam wieder zurückkommen. Wechsel. Anderes Bein nach vorne. Schwingen. Arme halten. Und tief. Zwei Beine stehen. Schön Beine rotieren. Ja, das tut gut. Weit. Drehen. Ganz normal weiter atmen. Prima. Ihr nehmt die linke Hand an die Außenseite. Jetzt dreht ihr euch erstmal rüber, macht so einen leichten Dehnreiz. Schaut, dass die Haltung stimmt, das Brustbein raus ist, die Schulter unten, die Hand so hoch wie die Schulter, weit nach außen gedreht, sodass ihr hier gleichzeitig ein bisschen Dehnung spürt. Und jetzt kommt die Kräftigung. Ihr drückt mit dem Handrücken gegen die Außenseite vom Knie. Brustbein raus. Und es schaut aus, als wäre es nicht anstrengend, aber es ist anstrengend. Ihr drückt fest dagegen. Ja, ihr atmet ganz normal weiter. Fest dagegen drücken. Noch vier, noch fester dagegen drücken. Drei, noch fester. Zwei. Und langsam wieder auflösen. Atmen. Rechte Hand an die Innenseite. Ihr dreht euch auf. Ganz weit aufdrehen. Ganz weit aufdrehen. Und jetzt drückt ihr wieder die Hand gegen das Knie. Das Knie bleibt stehen. Brustbein raus, Schulter ist unten. Fest dagegen. Weiter atmen. Wir haben hier die diagonalen Bauchmuskeln und die Beinmuskulatur an der Innenseite, was immer so wackelig ist. Fest dagegen. Weiter atmen. Weiter atmen. Noch vier. Fest dagegen. Drei. Noch fester. Zwei. Ein letztes Mal. Oh Gottes. Hui. Beide Hände aufsetzen. Fußballen aufstützen und ihr schiebt euren Po nach oben, drückt euch weg aus den Armen raus, schiebt die Ferse zum Boden. Und was haben wir vergessen? Genau, den Hüftbeuger wollten wir noch dehnen. Nochmal schnell das rechte Bein nach vorne, nicht dass man einseitig wäre, das geht gar nicht. Das rechte Bein nach vorne, beide Hände an die Innenseite. Bein nach vorne, dass wir hier 90 Grad Beine halten. Und einfach mal hängen lassen. Den Po locker hängen lassen. In die Dehnung reingehen. Ihr spürt es hier an der Innenseite. Hui, schön locker. Loslassen. Jetzt dürft ihr zurückkommen. Nochmal die Fußballen aufstützen, den Po nach oben schieben, die Ferse wechselseitig Richtung Boden schieben. Versucht es mal zu halten und das rechte Bein nach oben zu strecken. Dann das rechte Bein beugen und das Knie Richtung Decke. Einfach nur so halten, weiter atmen. Wieder absetzen. Die Knie knapp über der Matte schweben lassen. Schweben lassen, die Hände sind unter der Schulter. Weiter atmen, wenn es zu viel ist, setzt zwischen noch einfach die Knie an. Schweben lassen, weiter atmen, Bauchnabel nach innen. Und wieder hoch mit Poppes und das linke Bein weit nach oben.
oben. Streckt euch aus den Armen raus. Beugt das linke Bein und schiebt das Knie zur Decke auf. Weiter atmen. Wieder ranziehen, hinstellen, Bein beugen und schweben lassen, Brustbein raus. Und auf der Stelle ein bisschen marschieren. Und schon dürft ihr beide Knie absetzen. Ein bisschen kreis. Sehr gut. Schaut mal, dass hier alles fest ist. Spannt mal euren Bauch an und lehnt euch ein bisschen zurück. Die Füße sind parallel zu den Beinen. Beine sind hüftbreit geöffnet. Hüfte kommt ein bisschen vor, Bauchnabel nach innen. Und ihr lehnt euch zurück. Passt auf, dass man hier nicht abknickt, lieber die Bewegung kleiner. Nur wer hier die Spannung halten kann und keine Knieschmerzen kriegt, der geht zurück. Zweimal. Prima. Wir stützen uns auf die Unterarme. Strecken die Beine aus und versuchen das einfach nur zu halten. Bauchnabel nach innen und so ein bisschen bei den Füßen vor und zurück schieben. Wir versuchen das zu halten, wenn das zu gar ist, der stellt bitte die Knie ab. Ohne Bewegungsausschlag schieben wir die Arme zusammen. Ihr müsst aber euer Brustbein anstrecken. Also das ist wichtig. Bauchnabel nach innen und die Arme ohne Bewegungsausschlag zusammenziehen. Und nach außen drücken ohne Bewegungsausschlag. Brustbein ist immer noch rausgestreckt. Wenn ihr es nicht mehr halten könnt, runter mit den Knien. Halten und jetzt mit den Füßen. Zusammendrücken, weiteratmen, ohne Bewegungsausschlag. Und nach außen weiteratmen. Und Pause. So wie es euch bequem ist. Ablegen, die Stirn auf die Matte. Tief durchatmen. Atmet mal in euren Rücken rein. Kopf liegt am Boden, sodass das Gewicht weggenommen wird. Tief in den Rücken atmen. Sehr schön. Wieder hochrollen. Reibt jetzt euer Handtuch aus, trinkt noch ein Schluck, dann legt ihr uns jetzt auf den Rücken. Immer über die Seite in Bewegung und dann auf den Rücken legen. Und alles auf den Rücken. Arme zur Seite, Handrücken auf den Boden, Kopf liegt schön auf dem Hinterhand und so leichte Rechtskurve radeln, wieder zur Mitte, leichte Linkskurve und zur Mitte. Achtung, nur das rechte Bein radelt nach außen, nur das rechte Bein, das linke bleibt in der Mitte. Und das rechte Bein radelt so weit, wie es geht, nach außen. Wieder zur Mitte kommen, parallel. Und jetzt das gleiche mit dem linken Bein. Das radelt so weit, wie es geht, nach außen. Und das rechte schön nach oben, weit nach oben. Das linke weit nach außen. Wieder zur Mitte. Beide Knie ranziehen. So ein bisschen kreis. Auch in die andere Richtung. Und jetzt versucht ihr mal den Po zu heben. Die Knie schauen zur Decke und der Po geht hoch.
Das ist eine ganz kleine Bewegung. Sehr effektiv. Man sagt mehr für die untere Bauchmuskulatur. Wunderbar. Und jetzt habt ihr so einen leichten Kontakt, Lendenwirbelsäule-Matte, und die hält ihr bei, auch wenn die Fersen so ein bisschen weggeschoben sind. Ja? Wir achten auch darauf, dass das Hinterkopf schön auf der Matte liegt, also das Kinn so ein bisschen rangezogen ist. Die Hände mit dem Handrücken auf dem Boden sind. Das Kinn bleibt rangezogen. Und ihr schiebt mir bitte die Ferse nur so weit raus, dass ihr die Spannung halten könnt. Sonst ist es schlecht für euch. Das Kinn bleibt rangezogen. Ihr dürft auch ruhig das Hinterhaupt so ein bisschen gegen die Matte schieben. Atmet ganz normal weiter. Oder mit der Anstrengung im Auspusten. Dann stellen wir beide Beine auf, so ein bisschen breitbeiniger. Und schaukeln so ein bisschen. Der Kopf rollt in die Gegenrichtung. Ihr dürft loslassen. Öffnet euren Mund, dass auch das Kiefer entspannen kann. Der Pendel wird größer in den Beinen, wenn es euch angenehm ist. Ihr dürft hier, ihr müsst nicht. Ihr seid der Chef über euren Körper. Ich bin nur so ein kleiner Motivator. Und dann zur Mitte, rechte Ferse aufs linke Knie. Die Oberschenkel so ein bisschen wegschieben. Wir versuchen, die Hand unter das Hinterhaupt zu legen, der Ellbogen schaut weit nach außen und der Kopf, der bleibt jetzt immer in der gleichen Position. Ja? Ihr hebt jetzt bloß euer Brustbein so leicht, so ein bisschen diagonal an. Das soll nichts wehtun im Nacken, irgendwo. Der Kopf liegt praktisch in der Hand, die Bauchmuskeln sollen arbeiten. Ein bisschen die Halsmuskeln, aber ganz wenig. Nur das Brustbein zieht hoch. Also der Oberkörper bleibt aufrecht. Der rollt sich nicht zusammen, sondern der streckt sich lang. Einmal nur noch. Und jetzt ganz langsam ablegen. Ablegen, die Arme lösen und nur die Beine ein bisschen pendeln lassen. Den Kopf ganz gemütlich wieder locker lassen. Ja? Das sind eh so verspannte Schultern. Wieder lösen. Gerade fahren. Linke Ferse, rechtes Knie. Rechte Hand in den Nacken. Ganz vorsichtig das Brustbein hochziehen. Der Kopf liegt in der Hand. Ihr macht euch nicht rund, sondern ihr streckt euch nach oben. Ihr streckt euch. Atmet gleichzeitig gleichmäßig weiter. Der Ellbogen schaut weit nach außen. Wenn die Bewegung ganz mini ist, ist mir lieber, wie wenn sie falsch gemacht wird. Nur so ein bisschen das Brustbein nach oben schieben und den Kopf in der Hand lassen. Und beim nächsten Mal ablegen, sanft lösen und wieder genießen. Oh, ist das gut. Ganz locker den Kopf so ein bisschen bewegen. Und die Beine wieder lösen. Wir sperren die Beine auf und der Po geht nach oben. Einmal Wirbel für Wirbel abrollen. Thank you.
Wenn ihr unten angekommen seid, so ein bisschen mit Becken kippen. Der Kopf hängt wieder schön auf dem Hinterkopf. Ihr hebt den Po hoch und das rechte Bein bleibt jetzt parallel zum linken Bein. Nur den Fuß weg und dran und der Po bleibt hoch. Jetzt nehmen wir die linke Hand aufs Knie und zwar die Innenseite. Drücken dagegen und strecken uns. Drücken dagegen und strecken uns. Noch zweimal. Und strecken. Letztes Mal, aber wir bleiben oben, wir wechseln nur die Hände. Rechte Hand an die Außenseite, dagegen drücken und wieder strecken. Die Beine bleiben parallel. Dagegen drücken und strecken. Nur noch zweimal. Dagegen drücken und strecken. Letztes Mal, dagegen drücken, strecken. Beide Beine aufstellen, nochmal schön in die Brücke. Und jetzt genüsslich Wirbel von Wirbel ab. Und Becken kippen. Einen Kreis beschreiben, um euer Kreuzbein rumkreisen. Auch in die andere Richtung. Einfach rumkreisen. Sehr gut, zur Mitte kommen, in die Brücke hoch. Das linke Bein ausstrecken ist parallel zum rechten Bein. Und jetzt nehmt ihr die rechte Hand und drückt dagegen. Weiter atmen. Fest dagegen drücken. Weiter atmen. Und wieder ausstrecken. Fest dagegen, weiter atmen, lang machen. Dagegen drücken und ausstrecken. Einmal noch. Bleiben, Hände wechseln. Linke Hand an die Außenseite, der Po bleibt oben, dagegen drücken und wieder ausstrecken. Und dagegen drücken, fest dagegen drücken. Und wieder aussehen. Ihr schafft es noch zweimal. Und fest dagegen drücken. Ihr bleibt oben. Ausstrecken. Ein letztes Mal. Fest dagegen drücken. Ausstrecken, beide Beine aufsetzen. Ihr müsst schlicht ab. Mit dem Becken kippen. Und kreisen. Auch in die andere Richtung. Radlfahrt. Und ihr streckt beide Beine in die Luft und die Fersen zusammen. Die Füße nach außen, die Fersen zusammen. Und ihr drückt jetzt mal die Fersen zusammen, dann streckt ihr die Beine wieder und macht die Füße spitz. Fersen zusammen und schön nach oben Richtung Decke. Fersen zusammen, Knie Richtung Bauch und lang. Super, Fersen fest zusammen und lang. Fersen fest zusammen. Und Beine zur Decke schieben. Noch zweimal. Fersen fest. Knie zum Bauch. Und lang. Ein letztes Mal. Fersen fest. Lang. Rechter Oberschenkel ranziehen. Linkes Bein nach außen verlassen. Die Strecke. Kehle schön auf die Brust gezogen. Einfach ausatmen. Lass die Schultern locker. Lasst wieder los. Spürt, wie die Anspannung rausgeht aus eurem Körper. Wir wechseln die Seite. Linke Oberschenkel ranziehen, rechtes Bein zur Seite und auf der Seite stützen. Zehen zum Schienbein.
Kinn ist rangezogen. Ausatmen. Und wieder schließen. Brust Richtung Oberschenkel, Oberschenkel Richtung Brust. Mal das rechte Bein aufstellen, Oberkörper ab. Wieder beide Beine ranziehen. Nase Richtung Knie. Langsam ablegen, das andere Bein aufstellen. Kinn ist ran. Und wieder hoch. Kleines Päckchen. Linkes Bein abstellen, Kinn ist lang. Beide Knie wieder ranziehen, kleines Päckchen. Und rechtes Bein abstellen. Achtung, das gleiche wieder mit ranziehen. Dann bleibt das rechte Bein und das linke senken wir ab. Und wieder ranziehen. Kleines Päckchen. Linkes Bein bleibt dran gezogen. Rechtes Bein an. Streck ganz kurz und wieder ran. Kleines Päckchen. Ausstrecken. Und noch einmal ran. Kleines Päckchen. Rechtes Bein ausstrecken. Und einfach liegen lassen. Oberschenkel hinten fassen. Beugen und strecken. Und beim Strecken zieht ihr die Zehen zum Schienbein. Sehr gut. Dann nehmt ihr das Knie und lasst es nach rechts fallen. Legt nach links, legt Arm weit zur Seite. Jetzt dürft ihr liegen bleiben. Richtig tief in die Flanke atmen. Loslassen. Genießt die Dehnung, wie sie weniger wird. Über Gesäßmuskeln. Über die Flanke, Brustmuskulatur. Atme durch die Nase ein und durch den Mund wieder aus. Dann spürt ihr auch, wie eure Falten im Gesicht verschwinden. Und auf euren Lippen nur noch ein leichtes Lächeln übrig bleibt. Langsam wieder ausstrecken, zur Mitte rollen. Das linke Bein bleibt flach am Boden. Rechten Oberschenkel ranziehen, der Kopf geht wieder schön auf Mitte raus. Und ihr streckt das Bein. Ihr zieht die Zehen zum Schienbein. Kurz halten, dann das Bein beugen mit der linken Hand nach links hoch. Blick nach rechts, den rechten Arm weit zur Seite, mit dem Handrücken auf den Boden. Einfach so bleiben, die Dehnung genießen. Und ausatmen. Mit jedem Mal ausatmen, zieht ihr euch mehr in die Diagonale. Mit jedem Mal ausatmen, wird das Ziehen weniger. Mit jedem Mal ausatmen, dann werdet ihr zufrieden. Thank you.
Nachdem jetzt keine Falten mehr da sind, können wir wieder zur Mitte rollen. Und jetzt zieht ihr mal das rechte Bein länger. Mal wird das rechte Bein viel länger wie das linke. Und umgekehrt. Mal wird das linke Bein länger. Und ihr könnt eure Arme nach oben ausstrecken. Im Wechsel auseinanderziehen. In die Länge gehen. Lösen. Beine aufstellen, rechte Ferse aufs linke Knie, weit wegschieben die Hand. Nur wenn es nicht ausreicht, euer Oberschenkel, euer Rücken und fasst mal den Ellbogen raus. Ausatmen. Wo zieht's bei euch? Versucht dort locker zu lassen, dorthin zu atmen. Die Stelle kriegt jetzt ganz viel Sauerstoff. Und dann lösen die Hände so ein bisschen, kreisen. Auch in die andere Richtung. Beine lösen, Nadel fahren. Linke Ferse aufs rechte Knie mit der Hand den Oberschenkel wegschieben. Nur wenn es nicht genügt, den rechten Oberschenkel umfassen und mit dem Ellbogen drücken. Der Kopf liegt wieder schön auf der Hand. Ausatmen. Beine wieder selber halten, ein bisschen kreisen, aber in die andere Richtung. Lösen, beide Beine aufstellen, die Hände mit dem Handrücken auf den Boden gehen, die Brücke hoch. Noch einmal Wirbel für Wirbel abrollen. In die Brücke hoch, die Handflächen auf den Boden, nochmal abrollen. Jetzt zieht es auch schön in den Unterarm. Und lösen, einfach mal ausstrecken. Die Arme neben den Körper legen. Und einfach nochmal die Wärme spüren in eurem Körper. Die schöne Durchblutung. Tief durchatmen, genießen. Ihr dürft jetzt so stolz auf euch sein, ihr wart so fleißig. Alle, die durchgehalten haben, super wart ihr. Und ihr spürt, wie jeder einzelne, jede einzelne Zelle schön durchblutet ist, arbeitet. Atmet nochmal tief aus. Und dann dürft ihr ruhig noch so ein bisschen liegen bleiben. Jeder, wie er mag. Sich noch ein bisschen selber loben. Und ich bin ganz stolz auf euch und wünsche euch ein wunderschönes Wochenende. Die Sonne scheint, genießt die Winterlandschaft. Wir sehen uns nächste Woche wieder. Vielen Dank. Bis euch.